Glühstrumpf, Galgen und Bischofsstab. Berliner Gastleuchte und OpenStreetMap. Mein Name ist Oliver Rutzig. Ich bin im Vosges e.V. und bei OpenStreetMap aktiv und übergebe jetzt an Jonathan. Ja, mein Name ist Jonathan Jura. Ich bin stellvertretender Vorsitzender von Gaslicht Kultur e.V. Wir sind ein gemeinnütziger Förderverein, der sich für den Erhalt des Berliner Gaslichts einsetzt. Berlin ist Weltmetropole der Gasbeleuchtung, hat mit 25.000 Gaslaternen etwa die Hälfte des Weltbestandes. Die Geschichte des Gaslichts in Berlin begann in der Straße unter den Linden, als dort 1826 die ersten Gaslaternen gezündet wurden. Das Licht kam damals noch von einer offenen Gasflamme. Der heute verwendete Glühstrumpf kam erst ab 1895 in Einsatz. 88.000 Gaslaternen hatte Berlin vor dem Zweiten Weltkrieg, das war der Höchststand. Immerhin 44.000 Gaslaternen gab es noch vor 10 Jahren in Berlin. Es werden leider täglich weniger. Auf unsere Initiative hin konnten aber immerhin 3.300 Stück unter Denkmalschutz gestellt werden. Hier sehen wir das größte zusammenhängende Gaslichtschutzgebiet in Berlin südlich des Schlosses Charlottenburg. 5 Grundtypen an Gaslaternen gibt es heute in Berlin und einige Sonderformen. Oben links sehen wir die Gasmodellleuchte, im Volksmund Schinkelleuchte, in der Mitte die Hängeleuchte, rechts oben die Aufsatzleuchte. Eine Innovation aus den 50er Jahren war die Gasreihenleuchte unten links und die letzte Erfindung die Gaszylinderleuchte aus den 2000er Jahren. Unten rechts sehen wir mit der Schwächtenleuchte eine der Sonderformen. Gaslaternen sind an ganz unterschiedlichen Masten montiert. Der klassische Mast für Aufsatz- und Modellleuchten ist der Bündelpfeiler, den wir links sehen. In der Mitte haben wir 2 besondere Formen von Hängeleuchten, deren Mastenvielfalt am größten ist, den Bischofsstab und den großen Galgen. Und Gasreihenleuchten, wie man rechts sieht, sind üblicherweise am Peitschenmast montiert. Ich übergebe wieder an Oliver. Ich erzähle etwas über die Erfassung der Berliner Gasleuchten in OpenStreetMap. Gasleuchten werden in OpenStreetMap als Punkte kartiert mit den Attributen Highway gleich StreetLamp und LampType gleich Gaslight. Dann fügen wir Stromnetz Berlin als Betreiber der Berliner Gasleuchten hinzu und schließlich die Mastnummer. Adressinformationen werden mit dem Object Prefix ergänzt. Besonders wichtig ist dabei der Straßenname, weil die Gasleuchten straßenweise nummeriert sind und die Kombination aus LampRef und Object Street eine Leuchte eindeutig identifiziert. Es folgen technische Informationen. Wir erfassen die Anzahl der Glühkörper und den Leuchtentyp. Dann folgen Angaben zur Mast und zur Mastform, wobei lampmounttype.de die genaue deutschsprachige Beschreibung der Mastform aufnimmt. Denkmalgeschützte Gasleuchten erfassen wir auch. Dabei geben wir das Landesdenkmalamt als Denkmalschutzorganisation an und zwar auch mit der Referenz auf den Wikidata-Datensatz. Eine wertvolle Hilfe bei der Kartierung der Berliner Gasleuchten ist die Karte öffentliche Beleuchtung im Geoportal Berlin. Hier ist ein Screenshot zu sehen. Die Gasleuchten sind dort als blaue Symbole eingetragen mit der Mastnummer. Hellblau unterlegt ist hier ein Gasleuchtenerhaltungsbereich. Man kann also aus dieser Karte auch erkennen, welche Gasleuchten denkmalgeschützt sind. Diese Karte kann als Hintergrund in JOSM eingebunden werden mit dem entsprechenden Quellvermerk. Wie das geht und alle weiteren wichtigen Informationen im Zusammenhang mit der Erfassung der Berliner Gasleuchten und OpenStreetMap haben wir auf einer Seite im OSM-Wiki zusammengetragen. Zum Schluss stelle ich noch eine Gasleuchtenkarte vor. Als Teilserver haben wir MapProxy verwendet, als Renderer Mapnik. Es ist eine OSM-Grundkarte als Hintergrund. Dort sind 2 transparente Rasterlayer draufgelegt. Ein Taglayer stellt die Gasleuchten bei Tag dar und ein Nachtlayer stellt die Gasleuchten bei Nacht dar. Und ab Zoom Level 18 sind die Gasleuchten durch Symbolbilder, die den Gasleuchtentyp symbolisieren für Tag und für Nacht und die Bezeichnung des Leuchtentyps dort eingetragen. Ab Zoom Level 21 erscheint zusätzlich die Anzahl der Glühstrümpfe, die Mastnummer und die Mastform. Für Zoom-Level kleiner 18, also für sehr grobe Maßstäbe, erscheinen die Gasleuchten als Marker im Nachtlayer und damit kann man sich auch, das funktioniert halt auch für beliebig große Gebiete, sodass man sich dort Übersichten über die in OpenStreetMap erfassten Gasleuchten ausgeben kann. Damit endet unser Vortrag. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.